An der alten Festung sollen die Hechte laufen und ich renn mal zum Spot. Es ist früh morgens und wir testen Hechtangeln. Also, legen wir los. Ich bin am Spot angekommen und jetzt heißt es Setup rausholen und testen. Läuft der Hecht oder nicht? Es wird auch schon langsam Zeit, denn die ideale Zeit fürs Hechtangeln ist in den Morgenstunden und in den Abendstunden. Das bedeutet, wir sollten im Idealfall so gegen 5 Uhr morgens schon am Spot sein. 5 Uhr morgens geht es dann so langsam los. 6 Uhr sollten auf jeden Fall schon die ersten Bisse reingehen. Und dann, ja, ich sag mal so bis 11, ungefähr 12 Uhr. Und dann lässt es aber auch schon ein bisschen nach mit dem Hecht. Und Hecht lohnt sich ja, denn vor Monaten wurde der Hecht ein bisschen gebufft. Das heißt, auch solche Kandidaten, die vorher wenig Silber gebracht haben, unter 3 Kilo, bringen jetzt gut Cash. Und dementsprechend macht Hechtangeln selbst im Low- und Mid-Level natürlich schon Bock, weil man dann eben hier auch mit diesen mittelgroßen Hechten ganz gut Cash machen kann. Das Ganze jetzt hier gerade auf einen Wobbler. Und da gehen wir auch gleich im Detail nochmal ein bisschen drauf ein. Aufs gesamte Setup natürlich, auf den Köder. Und ja, das Schöne ist, wie gesagt, Wobbler spielt man eben auch relativ schnell frei. Wenn wir da mal eben kurz reingucken, Spinfischen. Wir haben natürlich hier erstmal die Spinner, die Blinker. Und dann, naja, so ein bisschen muss man sich quälen. Aber Level 20 plus, würde ich sagen, Anfang vom Midgame, da hat man bestimmt auch schon die Wobbler frei. Auch da lohnt es sich natürlich, Skillpunkte rein zu investieren, wenn man seinen Schwerpunkt auf Spinning setzt. Ja, und dann gib ihm. Also richtig schön hier mit dem Wobbler durchziehen. Vorteil an diesem verwendeten Wobbler jetzt hier gerade, man sieht es vielleicht, ich werfe mal nur flach aus hier vorne, die Tauchtiefe ist sehr gering. Das heißt also, wenn wir ihn hier ziehen, taucht er nicht tief ab, sondern nur so ein Stückchen, zack, und ist relativ nah an der Oberfläche. Und das ist eben auch so eine Bewegung, die für die Hechte immer super wichtig ist. So eine richtig schön abstürzende Bewegung oder dann eben wieder dieses Auftauchende. Zack und zack. Genau diese Bewegung, die wollen wir haben, denn das triggert immer hart. So, jetzt wollen wir natürlich auch hier maximal auswerfen. Zack, bis da vorne hin. Jawohl, richtig schön weit raus. Und jetzt ziehen wir hier einfach mit Tempo 50 plus Shift. Machen wir hier einfach kleine Bewegung. Einmal Linksklick, zack. Und Linksklick, zack. Und schon haben wir hier unten stehen das Twitchen. Und das wollen wir hinkriegen. Schön mit den Wobbler twitchen. Was man auch gut machen kann, die Schnur im Blick behalten. Wenn wir jetzt hier einen Blick auf die Schnur werfen, sehen wir, die geht runter, jetzt geht sie wieder rauf. Runter, wieder rauf. Und zack, da kommt dann der Hecht. Also genau diese Bewegung wollen wir haben. Wenn man sich unsicher ist vom Tempo her, wie schnell soll man klicken, die Schnur im Blick behalten und damit sozusagen den Köder im Blick behalten. Wie verhält sich der Köder? Was sind das für Bewegungen, die der Köder macht? Es gibt auch eine ganze komplette Serie zu den verschiedenen Montagearten. Also, wenn dir eine Montageart beim Spinning irgendwie nicht so ganz passt oder wo du denkst, mein Gott, irgendwie klappt das nicht, einfach mal reingucken. Jig-Montage, Wobbler, Spinner, Blinker und so weiter. Wacky-Rig, wie sie nicht alle heißen. Zu jeder Montage gibt es ein extra Erklärvideo, damit man da eben auch die Führung richtig macht und damit das auch lübt hier mit den Hechten oder den verschiedenen Fischen. So, jetzt ist natürlich wichtig, wir müssen Köder und Farben testen. Ich habe gerade schon mal reingeguckt in die Rekorde. Da war dieser Köder hier, der gerade verwendete, auch schon mit drin. Und ja, vom verwendeten Setup, das ist natürlich auch wichtig. Zack, das verwendete Setup muss natürlich auch passend sein fürs Hechtangeln. Also mit einer Route, wie zum Beispiel der Route Form oder dem gesamten Setup, was für die Belaya geeignet ist. Das ist nicht so ideal fürs Hechtangeln. Das Belaya-Set, das sogenannte, ist viel zu fein. Das ist, wie gesagt, ideal, um leichte kleine Köder weit rauszuwerfen und dann eben richtig schön in den Drill zu gehen mit Forellen und mit Eschen und mit Döbeln. Also dafür ist es top.
und fürs Hechtangeln. Ich verlinke da nochmal ein Video, super interessant. Also das ist das Hechtvideo Start Alte Festung. Auch da wird noch ein weiterer Spot erklärt, der auch, oder zwei weitere Spots, der auch zurzeit sehr gut funktioniert. Also auch da gerne dann mal testen, reingucken und da stehe ich dann auch mit dem gleichen Setup. Apropos Setup, welches Setup habe ich denn hier? Schauen wir mal eben rein. Das ist quasi ein sehr, sehr gutes Mid-Game-Setup. Günstig und perfekt abgestimmt für die Rollen und die Fische, die wir in diesem Levelbereich eben fangen können. Also die Rollen, die wir uns im Idealfall kaufen, sowas wie eben die Kaliber HSV, also Rollen um 15 Kilo Bremskraft. Das ist fürs Midgame schon richtig gut. Und hier in diesem Fall, wie gesagt, preis-leistungsmäßig einfach auch eine Top-Rolle. Und die passt hervorragend zu dieser Route hier, die Karma Mächter SF 78MH. Die hat 20 Kilo Tragfähigkeit, hat ein sehr, sehr, sehr gutes Wurfgewicht. Alleine vom Wurfgewicht her schon ideal, auch das Teil wieder bis hin ins Endgame verwendbar. Zum Beispiel auch später an der Yama, denn auch da angelt man nicht so schwer. Wir werden auch an der Yama später seltener diese 20 Kilo hier an Tragfähigkeit ausnutzen müssen. Denn an der Yama angelt man auch, ich sag mal so, sehr gut mit Vorfächern und Schnüren im Bereich von, sagen wir mal, 9 Kilo bis 15 Kilo. Also da passt das auch immer noch richtig gut. Und damit sind wir mit diesem gesamten Setup hier ideal unterwegs für ein Koori, hier für die alte Festung. Wie gesagt, bis hin später zur Yama fürs Lachsangeln passt dieses Setup richtig gut. 18 Kilo Braid habe ich jetzt hier gerade drauf. Hier jetzt gerade Fluorocarbon. Wichtig, wenn man sich das jetzt anschaut, sieht man natürlich, okay, die Tragfähigkeit des Vorfachs hat er jetzt gewählt über der Tragfähigkeit der Schnur und über der Bremse und über der Rute. Warum das Ganze? Hier geht es einfach nur darum, dass wir ein Vorfach wählen, was zum einen lang genug ist. Wir wollen das Hechtmaul natürlich von der Länge überschreiten. Nicht, dass der Hecht einfach drüber beißt und wir dann einen Durchbiss haben. Und wir haben hier den Vorteil, es ist Fluorocarbon. Und wir sehen hier der Durchmesser 0,7 mm. Das heißt, das ist schon eine richtig, richtig dicke Schnur, aber sehr transparent. Schön. Fürs Hechtangeln kann man, wie gesagt, gut verwenden. Ansonsten nehmen wir natürlich Stahl. Stahlvorfächer auch immer richtig gut. Oha, ich glaube, ich habe meins irgendwann mal weiter verschenkt, mein 30 Kilo. Jetzt nehme ich einfach mal hier einen 45 Kilo Stahlvorfach. Auch das ist natürlich durchaus eine Option. Zack, raus damit. Und dann kann man hier natürlich auch hechtsicher, zack, da ist schon der Biss, hechtsicher auf Hecht angeln. Kleiner Nachteil, wenn man eben an einem Gewässer unterwegs ist, wo man auch Hechte fangen will. Vielleicht will man am Wolchow oder sowas, man will ein paar Lachse fangen, man will Hechte fangen. Da verscheucht man natürlich eher mit dem Stahl tendenziell die anderen Fische. Da geht vielleicht maximal noch der Barsch rein oder sowas. Also hier jetzt dann immer die Wahl. Nehmen wir nur den Hecht in Angriff? Also dann Stahl oder wollen wir überall angeln und alles mitnehmen? Also wollen wir verschiedene Fische mitnehmen oder auch zum Beispiel am Koori, will man da verschiedene Fische mitnehmen oder man hat am Koori vielleicht auf große Forellen abgesehen und will trotzdem ein bisschen sicherer reingehen, eben auf oder hechtsicher, dass die Hechte einem nicht die Köder abfressen, dann nimmt man einfach ein bisschen ein dickeres Vorfach, dann wie gesagt Fluorocarbon, keine andere Schnur. Da geht es jetzt nicht um die Tragfähigkeit, sondern da geht es nur um die Dicke. Und wie gesagt, ich ziehe das nochmal eben rein hier bei der Monoschnur. So, nehmen wir die nochmal eben raus. Fluoroschnur, nicht Mono. Fluorocarbon, so. Also, Material ist wichtig. Keine geflochtenen Vorfächer, keine Mono-Vorfächer, nur Fluorocarbon.
Das bietet eine gewisse Sicherheit, keine hundertprozentige Sicherheit. Trotz allem kann es passieren, dass ein Hecht vorbeikommt und euch hier das Vorfach durchbeißt. Es gibt da so einen ungefähren Richtwert. Und zwar kann man sagen, dass das Gewicht des Hechts, der dran ist, mal 2, das beißt er durch. Also geht ein 10-Kilo-Hecht rein, gibt es eine durchaus realistische Chance, dass er ein 20-Kilo-Fluorocarbon-Vorfach durchbeißt. Jetzt haben wir hier 27 Kilo. Theoretisch schaffen wir es damit, einen Trophy-Hecht zu fangen. Trotz allem ist es schon ziemlich, ziemlich knapp, wenn wir jetzt einen 12-Kilo-Hecht quasi nehmen. Der wird ja höchstwahrscheinlich nicht exakt auf dem Punkt 12 Kilo schwer sein. Vielleicht hat er 13 Kilo, mal 2 sind wir schon bei 26 Kilo. Und vielleicht hat er 13,5 oder 13,8 und dann wird es schon auf einmal eng. Und zack, ist das Vorfach auf einmal durchgebissen. Wenn er 14 Kilo hat und so weiter, wird es natürlich richtig knapp. Also, da muss man natürlich dann ein bisschen abwägen. Besteht die Chance, dass eine Trophy reingeht? Gehen zurzeit viele große Hechte rein oder macht man so ein bisschen auf Masse, hat man einen etwas kleineren Köder. Hier jetzt ist es eher ein kleinerer Köder, würde ich jetzt hier mit Jerkbait, mit den richtig dicken, fetten Jerkruten stehen, was gerade auch super funktioniert hier an der Stelle, dann nimmt man natürlich, ja, im Idealfall so ein 35er hier, 35 Kilo, 0,8 Millimeter, nochmal einen ganzen Millimeter oder 0,1 Millimeter dicker als die vorherige, die 27er Schnur, und dann ist man hier schon ziemlich safe unterwegs. Später dann am Archipel, wo dann auch die Super Trophy Hechte reingehen, da ist dann tendenziell 55 Kilo Fluorocarbon interessant. Wenn man da mit einer 60 Kilo Schnur unterwegs ist, also richtig schön groß, dann macht das auch richtig Bock. So, hier heißt es jetzt testen, testen, testen. So viel zum Setup. Das ist ein bisschen komplexer. Und ja, man richtet sich, wie gesagt, hier vom Vorfach nur an die Hechte. Also man richtet das Vorfach aus an die Durchbeißwahrscheinlichkeit der Hechte. Ansonsten, die Schnur kann wieder ganz normal gewählt werden. Wenn hier was durchreißt, wenn man das nicht hinkriegt, dann reißt einen eben hier das Gesamte ab und dann reißt eben auch die Schnur mit ab. Das sollte natürlich auf jeden Fall unter der Tragfähigkeit dann der Rute sein, damit die nicht bricht oder damit man hier nicht einen Abriss irgendwie vom Getriebe irgendwo hat oder so oder die Bremse kaputt geht. Also das wollen wir natürlich vermeiden. So, was haben wir für Köder? Gerade auch schon erwähnt, jetzt gerade hier unterwegs mit Wobblern. Wobbler auch super essentiell fürs Hechtangeln. Später dann die Topwater-Köder. Auch richtig interessant, macht auch richtig Bock. Und das hier ist jetzt, wie gesagt, ein Wobbler, der schon Eigenschaften fast hat wie ein Topwater, ein Oberflächenköder, weil der eben nur so ganz knapp an der Wasseroberfläche hier lang geht. Also 30 cm Tauchtiefe hat der kleine Wobbler jetzt hier. Und deswegen gehen wir hier so ganz knapp an der Oberfläche entlang. Jetzt mal ein bisschen schneller, zack, 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 dieses leichte Rüberflippen hier. Einfach nur knapp untertauchen und wieder aufgehen. Zapp, also diese Bewegung, ganz wichtig, oder das ist das, was halt immer wieder ganz gut triggert. So, jetzt gucken wir gerade noch mal rein. Es gibt noch verschiedene weitere Köder. Was dabei wichtig ist, zeige ich auch mal eben. Gucken wir mal eben kurz in die Köder rein. Also, hier ist er. Die gesamte Serie übrigens der Ugly Fellows. Die Ugly Fellow Serie, die lohnt sich. Das ist eine gesamte Serie, die eben nur eine Tauchtiefe hat von 30 cm. Also 30 cm raus oder rein in das Wasser und taucht dann sofort auch wieder auf. Und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dieses Auftauchen. Da gucken wir uns gleich auch noch ein paar andere Köder an. Was auch noch wichtig ist, wir nehmen hier richtig schön
große Haken. Wir wollen auf Hecht gehen. Dementsprechend 1-0er ist ja quasi schon fast Minimum. Gerne auch in Richtung 4-0er Haken gehen. Dicke, fette Hechte. Auch wenn das von der Optik her schon komplett übertrieben ist und an für sich hier vielleicht einen 6er Haken ideal wäre. Allein vom gesamten Bild. Aber auf Hecht wollen wir die ganz dicken, fetten Haken verwenden. Also, da brauchen wir die riesengroßen Haken. Dafür nehmen wir die. Wenn wir uns jetzt hier andere Köder nochmal anschauen, andere Wobbler, müssen wir eben schauen, dass wir da auch die richtige Marke nehmen sozusagen. Also es gibt zwei Varianten. Man sieht das. Ich gucke gerade mal eben. Hier haben wir sie zum Beispiel bei den Funky Minnows. Schreiben wir sie mal eben hier rein. Funky Minnow. Die Serie funktioniert auch immer wieder ganz gut. Die Elva hier zum Beispiel. Diese Variante immer mal wieder mit drin. Und haben wir hier die größeren auch noch. Manchmal sogar auch hier. Genau, hier ist der auch nochmal als 15er. Also der etwas größeren. Was hier jetzt auch wichtig ist, da sehen wir es ganz gut. Es ist ein F15. Also die F-Serie ist wichtig. Und hier sehen wir noch die S-Serie. Also es gibt hier oben, das ist alles SSS. Und hier haben wir F. Die zwei Varianten. Also sinkend mit dem S11 wollen wir nicht haben. Wir wollen F, floating, schwimmend. Das sind die, die wir haben wollen, die wir verwenden wollen. Weil diese Köder, wenn wir ziehen, abtauchen und wenn wir locker lassen, floating, schwimmend nach oben gehen. Und wir wollen diesen Effekt, weil so können wir dann, zack, ich nehme mal den jetzt gerade. So können wir dann eben hier rauswerfen. Wir machen einmal diese Drehung und eben, man sieht es schon an der Schnur wieder. Zack, die Schnur kommt wieder nach oben. Und wir haben hier das Twitchen. Also einfach, und da haben wir auch schon den Hecht. Also so diese Bewegung wollen wir haben, damit das hier mit den Hechten auch ganz gut klappt. Also schwimmende Floating-Köder, Floating-Wobbler und dann locker hier durchziehen. Und dann heißt es natürlich wie immer beim Kunstköderangeln testen, testen, testen. Welche Farben sind interessant? Welche Köder könnten funktionieren? Da würde ich sagen, am besten mal in verschiedene alte Videos reingucken. Auch mal im Discord gucken, welche Köder da funktioniert haben in der Vergangenheit. Denn zack, und der nächste hier wieder. Denn da heißt es einfach ja ausprobieren oder einfach die verwenden, die früher schon mal funktioniert haben, damit man nicht so ganz viel Silber ausgeben muss, um hier diese Köder dann alle nachzukaufen. Guck mal gerade nochmal rein. Der hat hier eine Tauchtiefe von 1 Meter. Auch da muss man tatsächlich ein bisschen aufpassen. Wir haben es hier ungefähr 1,20 Meter tief in diesem Bereich. Es kann sein, dass manche Köder funktionieren, die eine sehr tiefe Tauchtiefe haben. Wenn wir dann aber nur leicht kurbeln, taucht er auch nur leicht ab. Das müssen wir quasi dann mit dem Kurbeln steuern, wie tief. Das heißt, wir machen einen großen Kurbler, zack. Seht ihr, dann geht die Schnur halt steil nach unten. Oder wir machen eben nur dieses leichte Runtertwitchen, zack, zack. Auch damit kann man, und ja, triggern. Da ist er auch schon. Also, da muss man dann eben auch ein bisschen variieren bei den Ködern. Und dann lübt das Ganze auch. Habe ich den Spot eigentlich schon richtig beschrieben? Ich glaube noch nicht. Also, der Spot, wenn noch nicht erkannt, hier an der alten Festung, den muss man doch schon kennen, den Spot, oder? Na klar, 2167 kennt man noch aus jedem Amur- und Karpfen-Video. Auch da funktionieren eben die Hechte und die Barsche. Also hier oben eine ganz, ganz wichtige Stelle. Und wir werfen, wie vielleicht gerade schon gesehen, wir werfen einmal hier in diese Richtung ins Freie und jiggen dann hier so durch. Oder wir werfen dann rüber zu dem Stein und dem Holz, ein bisschen weiter rechts rüber. Also quasi drei so Wege. Das wäre dann bis da hinten immer richtig schön weit raus. Genau, bis nach da. Oder dann eben hier komplett schräg rüber. Da könnten wir tatsächlich auch bis nach ganz hinten werfen und dann eben hier durchziehen, Stück für Stück, einfach immer wieder ins Twitchen reinkommen und dann hier locker durchziehen. Ja, wie gerade schon gesagt, in den verschiedenen anderen Videos werden auch noch andere Spots benannt, andere Köder benannt. Auf jeden Fall mal reingucken,
lohnt sich. Was sich natürlich auch lohnt, ist, den Kanal zu abonnieren, damit du das nächste Video nicht verpasst. Daumen da lassen, hilft mir mega. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.